Ja, hallo Leute, hier wieder euer Droso mit Let's Read Skyrim und wir sind da hier noch in der Medhalle der Gefährten und da gibt es noch ein Buch mit dem Titel Dieb der Tugend, Verfasser unbekannt. Ich denke, das haben wir auch noch nicht und jetzt schauen wir da kurz mal rein. Ich erzähle nun die Geschichte vom Dieb der Tugend. Im Lande Hammerfell in der Stadt Sutk lebte ein recht wohlhabender Baron. Dieser war ein bekannter Sammler und von seltenen Münzen. Die Baronin Veronique fand das Ganze recht langweilig, jedoch schätzte sie den Lebensstil, den ihr der Reichtum des Barons bescherte. Ravius Terinus war ein bekannter Dieb. Er behauptete, Meisterdieb in der mystischen Diebesgilde zu sein. Dies war jedoch vermutlich nichts als Prahlerei. Die einzige bekannte Diebesgilde wurde vor mehr als 450 Jahren ausradiert. Ravius beschloss, dass der Baron seinen Reichtum teilen sollte. Genauer gesagt, sollte er ihn mit Ravius teilen. Eines Nachts schlich sich der gerissene Dieb ins Schloss des Barons mit Absicht, eben dafür zu sorgen. Die Mauern des Schlosses waren für ihre Höhe bekannt und es hieß, man könne sie nicht erklettern. Ravius verwendete schlauerweise einen Pfeil des Durchdringens, um ein Seil oben an den Zinnen zu befestigen. Oben auf der Brustwehr musste er sich vor den Wachen des Barons verbergen. Dazu hielt er sich im Schatten der Zinnen versteckt und stahl sich auf diese Weise unentdeckt ins Schloss. Das Schloss zu betreten war für einen Dieb seines Kalibers ein Kinderspiel. Jedoch schützte ein raffiniertes Schloss mit nicht weniger als 13 Stiften die privaten Gemächer des Barons. Ravius brauchte nur 9 Dietriche, um es zu öffnen. Nur mit einer Gabel, einem Stück Schnur und einem Weinschlauch ausgerüstet, überlistete er die 7 Fallen, welche die Münzsammlung des Barons schützten. Ravius war wahrlich ein Meister unter Dieben. Mit den Münzen sicher in seiner Hand begann Ravius die Flucht, doch der Weg war inzwischen versperrt. Der Baron hatte die geöffnete Tür entdeckt und die Wachen alarmiert, die nun das Schloss durchkämmten. Ravius floh tiefer ins Schloss hinein, den suchenden Wachen immer einen Schritt voraus. Der einzige Fluchtweg führte durch das Schlafgemach der Baronin Veronique. Als er eintrat, fand er die Dame vor, die gerade zu Bett gehen wollte. Nun sollte an diesem Punkt erwähnt werden, dass Ravius für sein gutes Aussehen bekannt war, während die Baronin eher hässlich war. Beide Tatsachen wurden von jeder Partei sofort erkannt. »Kommt ihr etwa, um mich meiner Tugend zu berauben?«, fragte die Dame am ganzen Körper zitternd. »Nein, holde Dame«, sagte Ravius schnell schaltend. »Berauben wäre ein zu grober Begriff, um ihn auf eine so feine Blume wie eure Tugend anzuwenden.« »Wie ich sehe, macht ihr euch mit den wertvollen Münzen meines Gemahls davon?« Ravius blickte ihr tief in die Augen und erkannte den einzigen Weg, durch den er in dieser Nacht mit dem Leben davonkommen würde. Er würde ein doppeltes Opfer bringen müssen. »Obwohl diese Münzen von selten hohem Wert sind, habe ich nun eine Kostbarkeit entdeckt, die unschätzbar ist«, sagte Ravius allglatt. »Doch sagt, schöne Frau, warum stellt euer Mann 7 tödliche Fallen um diese albernen Münzen auf, bringt aber an der Tür seiner tugendhaften Frau nur ein ganz gewöhnliches Schloss an?« »Ignaze schützt eben das, was er am liebsten hat«, antwortete Veronique zornig. »Ich würde alles Gold in meinem Besitz dafür geben, mich auch nur einen Augenblick im Glanz eurer Schönheit sonnen zu dürfen.« Mit diesen Worten legte Ravius die Münzen nieder, die er sich zuvor so hart erkämpft hatte.
Die Baronin sank in seine Arme. Als der Hauptmann der Wache kam, um ihre Gemächer zu durchsuchen, versteckte sie Ravius höchst geschickt. Sie überreichte ihm die Münzen und behauptete, der Dieb habe sie fallen lassen, als er aus dem Fenster floh. Nachdem er dieses Opfer gebracht hatte, bereitete sich Ravius auf das zweite vor. In dieser Nacht beraubte er die Dame Veronique ihrer Tugend. Er beraubte sie mehrmals, bis in die frühen Morgenstunden. Erschöpft, aber befriedigt, stahl er sich in der Morgendämmerung davon. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, Ravius, man kann nicht immer gewinnen. So Leute, das war wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim, Dieb der Tugend, Verfasser unbekannt. Ich nehme an, das wird schon Ravius gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.